Morgen, ich lese das Berufsschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin. Ein Buch im Rucksatz ohne Serifen, es ist relativ schwierig zu lesen. Der Inhalt ist manchmal fragwürdig. Ich bin angekommen im Teil Einführung, im Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz, im Teil 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene bei Herstellungsprozess mit HACCP-Selbstkontrolle am Beispiel Rührei-Zubereitung in der Systemgastronomierung. So, das geht los mit einem roten Kasten, den habe ich beim letzten Mal schon vorgelesen. Ab 30 Portionen sind Rückstellproben anzulegen. So, es gibt ein Verlaufsprotokoll zur Rührei-Herstellung. Es geht los mit einem Kasten zwei Eier aufschlagen, Pfanne aufheizen, Eier in Pfanne geben und stocken lassen, Eimasse fortlaufend vom Boden lösen, Winkelpalette, was auch immer das ist, für 180 Sekunden garen, zwei Prisen Salz würzen, auf Frühstücksteller anrichten, sofort servieren. So, zwei Eier aufschlagen, CCP-Sichtkontrolle, Dotter hoch, Eiklar in zwei getrennten Schichten, Lagertemperatur und MHD überprüfen. MHD heißt, glaube ich, Mindesthaltbarkeitsdatum. Das sind die Korrekturmaßnahmen. Pfanne aufheizen, Temperaturmessung 130 Grad Celsius plus minus 5 Grad Celsius, Herdplatte überprüfen, gegebenenfalls neu justieren als Korrekturmaßnahme. Dann bei Eimasse fortlaufen vom Boden lösen mit einer, was weiß ich, was das ist, Winkelplatte. Ich habe einen Spachtel in der Küche. CCP-Zeitmessung mindestens 180 Sekunden, maximal 240 Sekunden, Kerntemperatur 70 Grad Celsius. Man kriegt dann Staub und keine Eier. Sichtkontrolle, Ei komplett gestockt, Korrekturmaßen, falls Rührei nicht gar, neue Temperatur überprüfen. So. Sehe mich auch schon beim Rührei herstellen mit zwei Eiern mit dem Thermometer stehen. Mit zwei Prisen Salz würzen, CP. Dosierhilfen, in Klammern Streuer verwenden. Auf Frühstücksteller anrichten, randfrei lassen, Rührei gleichmäßig verteilen. Ansonsten ist es ein Grund für die Beschwerde. So. Schriftliche Pläne für Reinigungs- und Hygienemaßnahmen sind von Vorteil. Es gibt hier noch ein anderes Flussdiagramm. Ich kann es mir mal zeigen. Das war das Flussdiagramm zur Rührei-Herstellung. Der Algorithmus zur Rührei-Herstellung kann man schon sagen, weil eine andere Sprache als Deutsch verwendet worden ist. Man hat mit Kästen und Pfeilen gearbeitet. Und das streng formalisiert ist. Hier gibt man ein weiteres Flussdiagramm, das erschließe ich mir jetzt hoffentlich. Schriftliche Pläne für Reinigungs- und Hygienemaßnahmen sind von Vorteil. Sie legen die geforderten Arbeiten unmissverständlich fest. Sie bleiben auch bei Personalwechsel bestehen. Sie dienen gegenüber Lebensmittelkontrolldiensten als Nachweis. Kontrollpunkte sind insbesondere an den Stellen erforderlich, wo die Verantwortung in andere Hände übergeht. So, hier gibt es den Produktionsfluss und mögliche Kontrollpunkte. Wareneingang. Die Kontrollpunkte sind Verpackung in Ordnung, beschädigt, verschmutzt, vorgeschriebene Temperatur eingehalten, Mindesthaltbarkeit beachten, Kühlware und Frostware sofort eingelagert. Alles mit einem Fragezeichen. Dann gibt es die Lagerung. Da gibt es Kontrollpunkte, Rohstoffe getrennt von Zubereitung lagern, Lagertemperatur einhalten, FIFO, First In, First Out, neue Lieferungen im Regal nach hinten, damit die Ware nicht überlagert wird.
FIFO ist das, was man als Fehler machen könnte. Speisenzubereitung. Dann gibt es die kalte Küche, da gibt es keine Kontrollpunkte, dann gibt es die warme Küche. Trennung zwischen rein Schlachtfleisch und unrein Kartoffeln, Gemüse, Geflügel, Reinigung von Händen, Werkzeugen, ein Tisch bei Produktwechsel und in der warmen Küche die Temperaturen einhalten, steht hier. Ja, das Diagramm finde ich wesentlich besser als das vom Rührei. Das ist meiner Meinung nach auch zu leisten. So, es geht weiter mit Lebensmittelüberwachung 2.4. Dann geht auch das neue Kapitel Arbeitssicherheit los. Tschüss.